Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Runde Minecraft, Minecraft Fabrik. Ich habe mir mal so überlegt, ihr wisst ja noch gar nicht, wie die Bau- und Funktionsweise, also wie die Kraftwerke hier funktionieren. Darum sollte ich mich vielleicht mal kümmern. Da gibt es noch einiges nachzuholen. Die Sache ist die, dieses Projekt war eigentlich so für mich alleine. Also das sollte eigentlich kein YouTube-Projekt werden. Allerdings, wo ich hier gebastelt habe und die Minecarts oder halt die Loren sind hier, also lag hier überall rum, habe ich mir gedacht, mache ich ein Video drüber und dann ist das halt so gekommen. Also eine Einweisung in die ganze Technik hier werde ich noch geben. Irgendwann, wenn ich Bock habe. Also. Ja. Ja. Wir waren zuletzt im letzten Teil. Falls ihr den nicht gesehen habt, solltet ihr ihn euch anschauen, denn die Teile bauen aufeinander auf. Ich habe schon mal was gemacht und zwar sind hier eine Menge Minecarts. Und ich habe etwas entdeckt. Leute, ich habe eine Überraschung für euch. Ein Koppelgenerator. Und zwar, was passiert wohl, wenn ich auf diese goldene Druckplatte treten werde? Let's go. Wir fallen nach unten. Und so, meine Lieben, sieht eine Minecraft-Welt von unten aus. Also das hier habe ich gebuddelt. Ui. Hä? Oh, achso, hier. Hä? Ist das so? Hä? Egal. Ich würde sagen, gehen wir wieder zurück, denn wenn man ein Video aufnimmt, vergehen die Minuten echt sauschnell. Ich habe eine goldene Druckplatte, die sollte hier nicht sein. Hui! Und so, meine Lieben, füllt man ein YouTube-Video. Gut, also, wir haben hier eine Menge Trichterloren. Und wir haben auch Trichterloren, die eigentlich da drin sein sollten. Komm nicht dran. Fahre! Los! Fahr! Los, beweg dich! Naja, egal. So, folgende Idee hätte ich noch. Wir ballern noch ein paar Loren rein. So, meine Lieben, das sind circa so viele Loren, wie wir es letzte Mal hatten. Und Leute, ich sage euch eins. Hoffen wir mal, dass alles gut geht, weil ansonsten sind hier wieder eine Menge Loren. Ich kann euch eine Sache sagen, das wäre das langweiligste YouTube-Video, was ihr jemals in eurem Leben gesehen habt. So. Bro, ich bin doch manchmal echt so dumm. In der Kiste waren noch Loren drinne und ich baue so. Ey Leute, das Video ist schon fast 5 Minuten lang. Wo ist die Zeit hin? Wo ist die Zeit hin? Also, krass. Ja, wir müssen uns ein bisschen beeilen.
Ja, gut, jetzt ist das hier schon mal leer. Ich würde sagen, wir warten, bis hier unten keine Minecarts mehr rauskommen. Und um dieses Minecart kümmere ich mich jetzt. So, da hier kein Minecart rauskommt, bedeutet das, wir können hier getrost abbauen. Leute, wenn ich jetzt einen so einen Trichter hier abbaue, haben wir eine richtige Explosion. In der Theorie. Ich glaube, das machen wir noch mal. Wir bauen eine Minecart-Bombe. Einfach aus dem Grund, weil das echt geil aussieht, aber das machen wir ein bisschen weiter von hier. So vielleicht sollte halt auch gut Platz sein. Hier drüben. Na, wobei, man weiß halt nie, wie groß. Ja, zur Not muss ich die dann halt wegräumen. Dort drüben ist schon. Nee, Leute, da drüben. Da drüben bauen wir das dann mal. Aber jetzt nicht. Jetzt müssen wir erstmal das hier bauen. Und danach müssen wir diesem Projekt, was Fabrik heißt, noch eine Fabrik bauen. Oder, Leute, ich habe noch kein, also im Moment wurde noch kein Video hochgeladen von mir. Was bedeutet, noch habe ich die Möglichkeit, mir noch einen anderen Namen zu überlegen. Ich würde sagen, Minecraft Fabrik klingt ein bisschen komisch. Weil wir haben hier keine Fabrik und eine Fabrik zu bauen wäre auch dämlich, denn wir sind im Kreativmodus. Was wäre denn noch ein guter Name? Ich weiß nicht, Minecraft Stadt? Nee, passt auch nicht so. Ah. Wobei, Leute, gut, wir haben hier eine Knochenmehlfarm. Gut, in der Stadt darf es auch Fabriken geben, kleine. Wir haben hier ein Haus und da haben wir noch ein Haus und da haben wir noch ein Haus und da haben wir Kraftwerke. Wenn wir die Welt vergrößern, könnte es halt wirklich eine Stadt sein. Leute, ich glaube, ich nenne dieses Projekt doch Minecraft Stadt. Und das aus einem Grund. Weil es eine Stadt wird. Ich weiß gar nicht mal, gibt es schon ein Projekt auf YouTube Deutschland, was Minecraft Stadt heißt? Ich hoffe nicht. Aber, na gut, ich glaub's mal nicht. Ansonsten, Leute, Projektnamen können noch mal mehrmals vorkommen. Gut, ja, also, in unserer wunderschönen kleinen Stadt, die eigentlich noch eine Kolonie ist. Oder, naja. Ich weiß nicht, kann man das hier schon Stadt nennen? Könnte auch ein Dorf sein. Ein Dorf mit einem Kraftwerk gibt es bestimmt. Ja, gut, für Heizen und so. Aber schwierig, schwierig. Befüllen wir erstmal hier die Trichter. Also, um die Trichter zu befüllen. Slash. Give. Add S. Logo. Zweiunddreißigtausend, bumm. Das
meine Lieben sind. Warte, ich richte mal kurz aus. Also. Wir haben insgesamt 7. Wir haben insgesamt 27 Inventar. Ne, wartet, 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 wartet. Das hier oben, die drei Reihen sind 27. 27. Wir wollen ja hier korrekte Antworten geben, ne? Wir haben insgesamt 36 Inventarslots. So, wenn wir das jetzt mal 64 rechnen, haben wir 2304 Holzstämme im Inventar. Zum Vergleich, circa. Also mehr als 29 Millionen sind einfach in den Loren gelandet. Was hab ich gerade 29 Millionen gesagt? 29.000, so rum. Ich glaube, ich habe Millionen gesagt. Ich weiß aber nicht mehr. So, und das, meine Lieben, spielen wir jetzt eine ganze Weile so weiter. Schon wieder. Also, das ist so, ja. Das geht. Also, meine Lieben, ich weiß nicht, es gibt ja auch Command-Blöcke. In der Theorie, ja, sollte ich es schaffen, mit einem Command-Block, wenn ich hier einen Command-Block hinmache, ja, und den so und dann einen Befehl eingebe, warte. Wir brauchen einen Command-Block. Und wie gibt man sich einen Command-Block? Richtig. Man tut erstmal alles, was man hat, in eine Kiste. Warum geht die Karte Block einen Sinn? Ah ne, also war eine Bauhilfe, okay. So, ich mache mal unten die Hotbar frei. In der Zwischenzeit können die Trichter sich wieder voll sippen. Gut. Man geht in ein Haus. Da. Und Leute, falls ihr denkt, ja, der hat doch vor der Aufnahme sich mal schnell den Command-Block geholt. Nein. Der ist schon seit letztem Jahr da drinne. Also, ich habe mir den das letzte Jahr geholt. Deswegen, ja. Folgende Idee. Wir brauchen jetzt erstmal Redstone. Leute, ich weiß nicht, wie es funktioniert. Ich würde einfach mal sagen, ich probiere es mal so ein bisschen aus. Bedingt benötigt Redstone. Okay. Also, slash, give, at s, look. Oh, ja gut. Okay, und wir brauchen einen Hebel. Ich meine selbst, nee, den Knopf. Ich meine selbst mit Knopf wäre es nicht schlimm. Ja, ich würde doch sagen, ich mache mit Knopf, weil Knopf ist besser. Oh, vielleicht.
So ein bisschen ducken. Das ist ein Problem. Leute, ich kenne mich nicht mit solchen Sachen aus. Deswegen, ich glaube, Impuls sollte richtig sein. Redstone immer aktiv. Redstone immer aktiv, hä? Beim ersten Tick ausführen. Hä? What? Bedingungslos bedingt. Redstone. Ja, wir haben ja auf Redstone gestellt. Warum steht hier dann immer aktiv? Leute, ich glaube, diese Folge hat mal wieder Überlänge im Jahr. Ein kleines Informat. Nein, ich wollte so machen. Nee, ich kann keinen Knopf mehr drücken. Ich habe vielleicht eine Vermutung. Könnte es sein, dass das Spiel zu sehr hängt? Miau. Falls ja, Leute, haben wir jetzt ein klitzekleines Problem. Und mit klitzeklein meine ich in Wahrheit ein also ein ganz großes Problem. Gut, ich meine, Trichter reinzuziehen wäre nervig. Also geben wir mal den Befehl, weil so schön war nochmal. Slash give at s. So ich. Log 3 2 0 0 0. So, Impuls, ja, genau, so. Gut, dann haben wir jetzt... Hau ab! Also, es hängt schon mal nicht, okay? Hä? Ich nicht verstehen. Also für alle, die jetzt nicht verstanden haben, was mein Plan war. Mein Plan war, ich gehe in nicht geladene... Also ich gehe so weit weg, dass das hier nicht mehr geladen ist. Weil Minecraft teilt ja die Welt in sogenannte Chunks. Wenn ich jetzt immer hier weiter hingehe, werden halt immer Chunks geladen. So, wenn ich jetzt zu weit von hier weg bin... werden diese Chunks hier nicht mehr geladen. Und für alle, die wissen wollen, wobei ich eher glaube, die meisten werden es langsam wissen, wie groß ein Chunk ist. Ein Chunk sind 16 mal 16 Blöcke. Und ich stelle mir jetzt noch eine Frage, warum funktioniert das Ding nicht? Was schaust du denn so blöd? Also, geht vielleicht die so viele Blöcke nicht? Ich mach mal 3. An sicher sollten jetzt hier unten Holzblöcke kommen. Hä? Warte mal, wenn ich jetzt... Wartet mal, ich gebe mir jetzt nochmal Holzblöcke, um mal kurz was zu gucken. Slash Gießer. Das. Okay.
Oh nein, Leute. Nein. Das, was ich hier gebaut habe, macht nicht mal Sinn. Schwierig. Und oder wartet? Wartet, ich mache das mal im Überlebensmodus, weil im Kreativmodus zieht man ja Items ein. Passt auf, ich gehe mal kurz in Insel. Slash. S. So, ja gut. Slash. Ah, okay. Gut, das war's wichtig. Oh mein Gott, ich hatte gerade Angst. Also, Erklärung. Einige von euch werden es sicherlich wissen. Ich erkläre es trotzdem nochmal. Passt auf. Wobei, warte, ich wusste es gar nicht mal. Ich gehe jetzt einfach über die Einstellung. Scheiß drauf. So, Standard. Ich bin jetzt im Kreativmodus. Passt mal auf. Ich sauge die Items auf. Versteht ihr, was ich meine? Und wenn ich jetzt mal wieder im Überlebensmodus gehe, Stellungen, Überleben, jetzt hier drauf drücke, passiert wieder nichts. Also, jetzt interessiert mich aber mal, was passiert, wenn ich jetzt mal dort oben reingehe und dann mal andauernd das eingebe? Wie lange glaubt ihr mit einem Befehl, also wenn ich jetzt das einmal mache, ist das Ganze hier voll? Ich glaube bestimmt. Das erklärt auch mal so zurück. Ich mache das nicht über den Chat, Leute. Das immer, also ich muss ganz ehrlich sagen, von der Videozeit her sind wir wieder überzogen, aber ich will das jetzt noch machen. So, Slash. Okay. So. S. Log. 3, 2, 0, 0, 0. Boom. Ui. Also, wie oft können wir das jetzt machen? Ich meine, ich werde ja auch im Schreiben besser pro Mal, wenn ich das mache. Oh mein Gott. 60.000 Blöcke. Sogar mehr als 60.000. Oh mein Leute, 90.000 Blöcke. Wir haben gerade 90.000 Blöcke. Ein Trichter Minecart kann 5. Fünf Stacks Holz in diesem Falle aufnehmen. Oh mein Gott, gleich nochmal, Leute. Wir machen das jetzt. Wir füllen die ganzen Teile auf. Für alle, die es interessiert, die können ja noch dranbleiben. Für die, die es nicht mehr interessiert, können ja schon mal abschalten, wenn sie wollen. Aber Leute, ich fülle die Teile jetzt richtig auf. Jetzt gibt's hier aber.
Ich fülle die jetzt alle auf. Ich habe Lok vergessen, ne? Schwierig. Oh. Okay. Okay. Für alle, die jetzt denken, kann man noch mehr machen? Nein, das ist wirklich jetzt schon das Maximale. Gut, man könnte theoretisch noch ein paar hundert mehr machen, aber ja, das ist es mir jetzt nicht wert. Leute, wir haben jetzt schon über 100.000 Blöcke da drinnen versenkt. Warte, wir haben mal angenommen, wir haben jetzt 10 Doppelkisten. 10? Wartet, ich muss gerade rechnen. Warte, ich rechne mal, wie viele Doppelkisten das wären. Wir haben jetzt, sag mal, 100.000 Blöcke. Geteilt durch 27. Ne, warte, 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 warte. Mathe. Oh mein Gott. Wir müssen erstmal 27 mal 64, glaube. Dann mal ein. Nee, warte. 27 mal 64 sind 1.728. Jetzt 100.000 geteilt durch 100.728 ist gleich 5. Also wenn ich mich jetzt nicht verrechnet habe und keinen Gedankenfehler habe, haben wir sie mehr als 57 Doppelkisten gefüllt. Nee, 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 Einzelkisten, Einzelkisten, so rum, Einzelkisten. Heißt, dennoch, wir haben mehr als 25 Doppelkisten gefüllt. Und Leute, mit Doppelkisten braucht ich, ja, kommt man bei den Kraftwerken schon eine Weile hin. Und die Sache ist die, das Teil hier, die sind alle noch nicht mal wirklich voll. Also ich würde sagen, ich knall hier mal knallhart meine Stämme rein, ne? Die brauche ich ja jetzt eh nicht mehr. Leute, lasst das mal sacken. Lasst das mal sacken. Nur mal so eine Frage in der Theorie. Warum werden das nicht mehr? Wo ist das Problem? Nein, die Sortieranlage ist nicht schnell genug, Leute. Und die Sache ist die, wir haben noch ein Problem. Und dreimal dürft ihr raten, welches Problem das jetzt schon wieder ist. Ratet. Wir können das hier nicht abbauen. Unter gar keinen Umständen, weil wenn wir das abbauen, dann platzen die Minecarts nur so raus. Okay, Leute, ich würde sagen, das war's mit dem Video. Ja. Abonniert diesen Kanal, wenn es euch gefallen hat und ihr mehr von Minecraft oder anderen Videos sehen wollt. Schreibt mir mal in die Kommentare, was ich noch so machen soll. Also game-technisch und ja, normale, also
bitte keine Killerspiele oder sowas, ja. Sachen, die nicht so brutal sind. Dieser Kanal soll auch kinderfreundlich sein, mehr oder weniger, wobei ich sagen muss, ja, kleinere Kinder, glaube ich, verstehen das vielleicht. Es soll ein hochbegabtes Kind vielleicht. Ich könnte mir vorstellen, es gibt Kinder, die raffen das zwar nicht, aber die gucken sich das bestimmt gern an. Egal. Ja, lasst dem Video einen Daumen nach oben da, wenn es euch gefallen hat. Und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal und ciao.